Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Adventskalender-Unboxing für dich und zwar geht es um den Nix Love Disco Lust New Year Countdown to 2020 Greatest Hits Mix Surprise Kalender. Oh Gott. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in den kompletten 31 Türchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ein Teil von dem Adventskalender werde ich behalten, ein Teil werde ich verlosen und einen Teil werde ich aufbewahren für kommende Verlosungen. Denn für kommende Adventskalender, die ich halt selber mache, zusammenstelle, wie auch immer. Nix ist eine richtig interessante Marke. Ich besitze nicht viel von Nix, muss ich gestehen. Nö, so fast gar nichts. Und da habe ich mir doch gedacht, 49,95 auf DM kann man den bestellen. Ich verlinke dir es auch unten in der Infobox. Ist doch mal eine ganz gute Geschichte, um da mal reinzukommen. 31 Produkte werden da drin sein. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Ne? Also es ist ein Würfel. Tatsächlich, also das ist von allen vier Seiten, ne? Du hast zwei verschiedene Motive, zwei Ladies, die da sich irgendwie was gönnen. Die hat eine Disco-Kugel im Gesicht und ein glänzendes Auge. Und die Lady hat ein Disco-Kugel-Kirschen-Gedöns im Mund. Ich finde es ein bisschen unhandlich, ein bisschen unpraktisch, weil man halt immer drehen, wenden und so weiter muss. Ich habe eben auch, keine Ahnung, eine gefühlte halbe Stunde versucht, dieses Ding auseinander zu klappen, bis ich gerafft habe, dass es nicht geht, dass es einfach ein Würfel ist. Und ja, ich quatsche. Ich fange an. Hier haben wir die Nummer 1. Es wird eh viel zu lang, das Video. Uch, das muss man erstmal hier rauskriegen. Übrigens hoffe ich, dadurch, dass es halt ein Cube, also ein Würfel ist, dass dann vielleicht auch so Lidschattenpaletten so reingeschoben sind. Das wäre ein Highlight. Das ist der NYX Suede Matte Lipstick in der Farbe Smudge Me. Okay. Wenn das dieselbe Farbe ist wie auf dem Herz, dann finde ich den ganz schön dunkel. Ich mache den mal vorsichtig auf. Und die Farbe steht unten auch nochmal drauf. Weil wenn das so ein grau ist, nee. Nee, das tut mir leid, ne? Aber so ein mattes Grau möchte ich nicht auf meinen Lippen tragen. Riecht aber sehr angenehm süß. Und fühlt sich auch hochwertig an, ne? Ich meine, wir reden von nix. Hier haben wir die Nummer 2. Hui. Da ist irgendein Glitzer. Muss nicht rauskommen. Komm raus. Raus. Foil Play. Cream Pigment. Pigmentcreme. Okay. Das finde ich interessant, das möchte ich mir anschauen. Wenn es ein loses Pigment wäre, würde ich damit nicht klarkommen. Ich bin da nicht so geübt drin und kann auch mit so einem Glitterglue und so, ich kann damit nicht wirklich um. Ich habe das mal versucht, danach sah ich aus wie eine Disco-Kugel. Das hat mir nicht gut gefallen. Wer möchte schon aussehen wie eine Disco-Kugel? Da habe ich doch lieber diese Duo-Chrome-Lidschattenpalette von der lieben Ellie drauf. Ich sollte sagen, was das für eine ist, ne? 1991, Alicia Marie von BH Cosmetics. Genau, die hat nämlich eine neue rausgebracht. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Okay, das sieht trotzdem sehr lose aus. Es ist lose. Nein. Ah, aber wenn man das verreibt, dann wird das wundervoll. Ich meine, dann glitzert man echt vor sich hin. Das sieht man in der Kamera wahrscheinlich nicht so. Ne? Das ist sehr, sehr extrem. Aber schon irgendwie geil. Aber ich komme mit losen Pigmenten nicht klar. Ich habe es jetzt auch schon wieder überall. Und weil ich nicht damit klarkomme, hoffe ich, dass du es tust. Es kommt mit in die Verlosung, weil ich komme damit echt nicht klar. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Leider. Ich glitzere immer noch. Ich komme damit nicht klar. Das ist mir zu hoch. Okay, die Nummer 3. Hier oben. Hier ist ganz lang die 3. Ein Lip Liner. Und zwar so ein richtig schön roter Suede Matte Lip Liner in der Farbe Spicy. Spicy ist die Farbe. Das ist halt so ein klassisches Rot. Etwas dunkler ist das als das normale Rot. Und der kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung. Deswegen wird er nicht aufgemacht. Hier haben wir die Nummer 4. Okay. Ein Lippenprodukt. Candy Slick Glowy Lip Color und das ist die Farbe Cream Bee. Der sieht cool aus. Der gefällt mir. Cream Bee. Bienenkönigin. Nein, Cremekönigin. Nein, Cremebiene. Oh, ui, der sieht sehr schön aus, sehr tragbar. Ist ein schöner, heller Rosenholzton. Ja, Rosenholz ist ungefähr meine Lieblingsfarbbezeichnung.
Ja, riecht auf der Hand nach nichts, aber hier riecht er ein bisschen süß. Das gefällt mir. Den mag ich. Die 5 haben wir hier. Der Tag vor, oder der Abend vor Nikolaus. Oh, das scheint mir ein Pinsel zu sein. Okay, ja. Und zwar, den kannst du als Eyeliner-Pinsel nehmen, als unter dem Wimpernkranz-Pinsel. Ja, das finde ich ganz schick. Ich weiß jetzt nicht, ob der eine 10, die Nummer 10. Er hat eine Bezeichnung. Okay, ja cool. Kannst du hier schön quasi deinen unteren Wimpernkranz betonen. Schön, sehr präzise, sehr gerade und fest gebunden und komplett gerade geschnitten oben. Also nicht schräg, kein gar nichts. Das ist cool. Damit kann ich arbeiten. So, 6 Nikolaus. Nikolaus muss bashen, genau wie die 24, genau wie die 12 auch bashen muss. Und wie vieles anderes auch. Hier Nikolaus. Filler Instinct. Sieht auf jeden Fall schon mal poppig aus, ne? Das ist ein Plumping Lip Polish. Den kannst du super als Lip Topper nehmen. Das ist so ein schönes, schimmerndes Gold. Finde ich voll schön. New Money ist die Farbe. Das ist cool. Ja, der kommt in die Verlosung, denn ich habe so einen ähnlichen von Huda Beauty. Das ist toll. Und der ist echt schön, ne? Love, XOXO, Mua und Lippen drauf oben am Deckel. Der ist schick. Passendes Nikolaus-Produkt. Doch, die Nummer 7 ist hier. Das ist vielleicht wieder ein Pigment, weil das halt wieder so klein ist. Oh, nee. Oh, nee. Das scheint ein Monolidschatten zu sein. Ich habe so eine Öffnerhilfe. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Es ist einfach eine Metallfeile. Das ist ein Monolidschatten in der Farbe Heat Chaleur. Ne? So schaut der aus. Es ist halt ein Monolidschatten. Monolidschatten mag ich persönlich nicht so gerne. Es ist ein schöner Ton. Der geht so ins Bräunliche, hat einen schönen goldenen Schimmer mit drin. Trage ich nicht so wirklich. Das ist ein bisschen schade, ne? Ich bin da eher der Lidschatten-Paletten-Fan. Und vielleicht ist ja auch eine drin. Mal gucken. Aber für 49,95 bezweifle ich das. Gut, die Nummer 8 ist wieder lang und schmal. Und es scheint wieder ein Lip-Liner zu sein, den man erstmal rauskriegen muss. Wieder ist gut. Wir hatten roten. Okay. Retractable Lip Liner in der Farbe Natural. Okay, ja. Einfach für Nude Lips ist der dann ganz gut. Die Nummer 9. Ich geier noch so ein bisschen auf eine Mascara, muss ich sagen. Ne? Nicht ganz. Das ist ein Lippenprodukt. Sliptees Lip Lacquer. Uiuiui. Solche Farben mag ich nicht so gerne. La Last Frontier, also die letzte Grenze. Ich weiß nicht, ne, das ist so ein sehr, sehr dunkler, rotbrauner Ton irgendwie. Also was steht mir nicht. Das sieht bei mir immer zu krass aus, leider. Ja, ich glaube, die Nummer 1, den grauen, ich packe dir den mal in die Verlosung, auch wenn es ein sehr, sehr spezielles Produkt ist, ne? Hier haben wir die Nummer 10. Öffnen lassen sich die Kläppchen ganz gut, aber man muss schon aufpassen, dass man nicht den ganzen Kalender zerreißt. Gut, da haben wir auch wieder einen Lip Liner, glaube ich, oder? Nee, ein Eyeliner ist das. Oh, schön. Das ist eine schöne Farbe. Eyeliner in der Farbe Copper. Ein kupferfarbener Eyeliner. Und den werde ich jetzt mal austesten, denn ich hoffe, dass der auch wirklich mit so einem Schimmer drin ist. Das finde ich voll scharf. Scharf oder scharf? Ich hatte ja schon mehrere von so schimmernd anmutenden. Oh ja, der sieht, ne, schimmernd aus. Ich hatte viele von schimmernd anmutenden Eyelinern in den Boxen, sag ich schon, in den Adventskalendern drin, aber der hier, der geht steil. Oh mein Gott, ist der geil. Der geht steil, ja. Okay, ja, den mag ich sehr gerne. Der hat sich sehr, sehr, sehr sanft angefühlt. Wow, kann ich mir super vorstellen. Hier als Eyeliner, Topper quasi. Oder sogar zum Highlighten kann ich den bestimmt auch sehr gut nehmen. Unter dem Wimpernkranz wäre mir wahrscheinlich ein bisschen zu hell. Da habe ich es lieber etwas dunkler. Geil. Hier haben wir die Nummer 11. Ui. Ui, sagt sie immer wieder, ne? Oh, das ist aber ui. Och Gott. So, man muss es richtig raushebeln, das sitzt echt fest. Das ist ein,
In der Farbe New Era, aber was ist die Liquid Suede Metallic Matte? Bist du ein Lippenprodukt oder bist du ein Augenprodukt? Ich glaube ein Lippenprodukt, ne? Weil Suede oder Süd, Lippenprodukt. Genau, da ist auch so eine Lippe abgebildet. Das ist ein richtig schönes Braun. Braun ist auch nicht so ganz meine Farbe. Jedenfalls nicht so ein richtig dunkles Braun, glaube ich. Ah, der ist aber schön. Doch, den probiere ich aus. Der hat auch, glaube ich, so einen richtig schönen Kupferschiff oder so dabei. Und hier oben sieht das aus wie ein Diamant da oben drauf. Ja, und der schimmert auch voll schön, ne? So metallisch und, oh, doch. Der riecht aber nicht so geil, muss ich sagen. Sieht kackbraun aus, tatsächlich. So ein bisschen Durchfallfarben, ne? Ja, nö, aber doch jetzt, wo er ein bisschen trocknet, doch, doch, der hat einen Schimmer drin. Der hat einen Schimmer drin, das sieht man wohl. Nee, also so blöd wie im Auftrag sah der jetzt dann doch nicht mehr aus, wenn er trocknet. Doch, das gefällt mir, das ist cool. Ja, meine Farbbezeichnungen lassen manchmal zu wünschen. Es tut mir leid, aber irgendwie auch nicht. Herzlich willkommen in meiner Welt. So, die Halbzeit vom Adventskalender ist ja dieses Mal die 15 und nicht die 12. Sonst hätte ich jetzt gesagt, die 12 muss gut sein, weil die 12 ist ja die Halbzeit. Hier oben. Da. Auch wieder ein kleines Türchen. Oh, was bist du? This is Everything Lip Loving Balm. Das ist ein Lip Balm und der ist noch komplett zu, den lasse ich auch zu und den packe ich auch für dich in die Verlosung mit rein. Das ist zwar schon das dritte Lippenprodukt, aber ich hoffe, du verzeihst es mir. Denn ich komme mit solchen Pöttchen nicht klar. Das ist nicht meine Welt. Ich habe meistens zu lange Fingernägel oder ich bin einfach zu patjackelig dafür. Deswegen, schön ist das Produkt auf jeden Fall. Das gefällt mir auch von der Optik her sehr gut, aber ich benutze es nicht, deswegen in der Verlosung. Oh, die Nummer 13 ist ganz schön groß. Was da wohl drin ist? Oh, 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 oh. Duochromatic Illuminating Powder. Sehr schön. Ui, das gefällt mir. Das ist ja geil, dass sowas mit drin ist, ne? Ja. Farbe Snow Rose. Also ich denke, dass es ein Highlighter ist, oder? Oh, ich habe viel zu viele Highlighter eigentlich, ne? Ich bin da ganz furchtbar. Aber ich liebe es. Ich liebe es. So schaut das im Pfändchen aus. Gehe ich einmal mit dem Finger durch. Ein bisschen mehr muss ich nehmen. Oh ja, der hat einen schönen Schiff drin. Das gefällt mir. Kann ich den hier einmal swatchen? Ui, das ist so ein weiß-rosa Schimmer. Das ist schick. Das ist schick. Wow, der ist richtig, also jetzt hier mit den Lichtern, ne, wirkt es hier vor allem bei mir, was ich so sehe, voll krass. Wow, da muss man halt wirklich so ein Rosa auf den Highlighter-Punkten, nenne ich es mal, mögen. Also sprich auf der Nase, auf den Wangenknochen. Ich werde es testen, definitiv. Geil. Schön, dass auch so große Produkte damit drin sind. Ich hatte befürchtet, dass es nicht der Fall ist. Deswegen bin ich jetzt echt sehr zufrieden. So, 14. Hier unten lang und schmal. Ja, irgendwie wieder ein Kajal oder ein Lip Liner wird das sein. Faux Blacks. Black Hole. Ein Eyeliner ist das. Ein Innenlid, ein Inner Eyeliner. Inner Eyeliner steht da auf jeden Fall drauf. Wahrscheinlich so ein bisschen zum Tightline hier oben, dass du da richtig unter deinem oberen Wimpernkranz damit beigehen kannst. Und der soll halt richtig tiefschwarz sein. Ich habe sehr, sehr viele Eyeliner mittlerweile da. Vor allem auch so richtig, ja, Kajal oder auch Eyeliner für, so an sich, ne? Das heißt, der kommt mit in die Verlosung. Auf jeden Fall. 15. Fast Halbzeit. Ist die 16 oder die 15 die Halbzeit? Sagen wir mal, es sind beide Highlight-Produkte oder müssen Highlight-Produkte sein, weil Halbzeit-Produkte. Oh ja. Oh ja. Etwas für die Lippen. Soft Matte Metallic Lip Cream. Und das ist so ein schönes, dunkles, rotbraun, rostbraun. Und die Farbe heißt Rome. Hier unten habe ich die Nummer 16. Die ist ganz schön groß. Das könnte man wirklich schon als Halbzeitprodukt bezeichnen. Und da haben wir wieder einen Pinsel drin. Liebe Pinsel, Leute. Damit macht man mich glücklich. Hä? Ist das der gleiche nochmal? Das ist ja irgendwie doof, ne? Hä? Das ist die Nummer 10? Das ist die Nummer 10. Das wäre ja doof, oder? Wenn du zweimal den gleichen Pinsel so drin hast. Also für euch wäre es gut, weil ja einer dann in die Verlosung geht. Aber für mich, diejenige, die sich den Adventskalender gekauft hat. Und für dich, wenn du dir den selber kaufst, ist es einfach nochmal der gleiche Pinsel.
Beides die Nummer 10. Ich glaube, die haben Fehler gemacht, aber naja, so kommt der jetzt auf jeden Fall in die Verlosung. Schade. Irgendwie. Hier oben haben wir wieder sehr groß, hoffentlich auch sehr groß, das Produkt da drin. Die Nummer 17. Ui! Ui, ui, ui! Solche Verpackungen finde ich immer per se schon mal ganz nett. Ne? Also wenn du da halt so eine Verpackung drin hast. You got issues. Line Load. 2-in-1 Lippy. Der hat einen super dünnen Applikator, mit dem du erst deine Lippen umranden kannst. Und mit tödlich Präzision. Nee. Mit tödlicher Präzision. Und dann kannst du die mit einer cremigen, matten Farbe füllen. Dann hast du Velvet Matt Pout Worth Posting About. Hä? Also ganz tolle Lippen danach. Okay. Okay, hier ist tatsächlich nur ein einziges Produkt drin, ne? So ein Lila ist natürlich mal bombastisch krass. Ui. Ja. Ich guck mal eben kurz. Aber ich glaube. Ja, riecht okay. Hat halt so einen richtig festen Schwämmchen-Applikator. Aber Leute, Lila ist nichts für mich, ne? Das macht mir nur gelbe Zähne und das ist mir auch dann irgendwie zu krass. Ich bin lieber. Also Rot trage ich unheimlich gerne. Gerade jetzt so in dieser aktuellen Zeit liebe ich das. Aber das ist nichts für mich. Damit, nee, das macht mir keine Freude. Hier haben wir die Nummer 18. Oh, schön. Ein Lip Scrub. Oh, komm raus. Es hängt fest. So, ja, ein Lip Scrub. Wieder dieses Hashtag This is everything Lip Scrub. Ja, ne? Das soll die halt entsprechend die Lippen peelen. Das finde ich ganz niedlich. Ich habe aktuell eins offen von MAC. Das habe ich von der lieben Emilia. Emilia Wohl heißt ihr Kanal, nämlich in einem Paket mal drin gehabt. Das war die 18. Gehen wir weiter zu der Nummer 19. Dies hier. Es ist wieder ein Lippenprodukt, oder? Nein! Oh. Oh. Das ist ein Liquid Highlighter. Away We Glow. Liquid Highlighter in der Farbnuance. Rose Quartz. Rose Quartz. Ja, ne? Der kommt definitiv jetzt mit in die Verlosung. Ich mag nicht so gerne Flüssig-Highlighter, Stick-Highlighter teste ich mich langsam ran. Ne? Da versuche ich mich mit Cream Blush, Cream Bronzer, ne? Also ich bin dann eher so ein pudriger Mensch. Also pudern kann ich besser mit arbeiten. Und ja, ne? In die Verlosung auf jeden Fall. Ist ein geiles Produkt, habe ich gehört, aber komme ich nie mit klar. So, die Nummer 20, da müssen wir jetzt Gott sei Dank nicht lange suchen, ist genau drüber. Mhm. Cosmic Metals. Oh, das ist auch eine Lip Cream in der Farbe Celestial. Okay. Auch das wieder super als Lip Topper, als jo, Monoprodukt, glaube ich, nicht so ganz verwendbar. Aber ein toller Lip Topper. Jo, schick. Die Verpackung ist auch einfach so schön mit diesem Blinky da oben drauf. Das gefällt mir einfach. Ja, da bin ich jetzt einfach mal verfallen. Genau, den gebe ich mir jetzt. Oh, das ist ein gebogenes Bürstchen. Guck, das ist ja witzig. Riecht nicht so geil. Ui, ja. Ui, ja. Der ist ja schon sehr deckend. Gebe ich mir mal so ein bisschen über meinem aktuellen Lippenprodukt auf, wie ich so einen Liptopper verwenden würde. Einfach so batschen und dann Highlight setzen und Ombre Lips machen. Nur so innen drin und das sieht schon ganz cool aus. Das lässt die Lippen auf jeden Fall voller erscheinen. Ja, ne? Gefällt mir. Hier haben wir die Nummer 21. Yay! Eine Mascara! Oh, ich krieg sie nicht raus. Das ist die Worth the Hype Mascara Volumizing and Lengthening. Das finde ich super. Mascaren finde ich voll krass. Ich liebe Mascaren. Yay, 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 yay. Ich habe noch nie eine NYX Mascara gehabt. Das finde ich super. Alles Full-Size-Produkte. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ei, riecht nicht gut. Kunsthaarbürstchen, ein Oschi von Bürsten, also das ist echt riesengroß, aber mir gefällt das. Und dann kann man da schön seine Wimpern mit tuschen. Ja gut, ich habe jetzt schon Mascara drauf, ne?
Aber da kommt jetzt so nichts Klumpiges oder sowas. Doch, also das wird getestet auf jeden Fall. Finde ich cool. Finde ich supidupi. Nummer 21 war dies, Nummer 22 ist das. Ei. Okay, noch so ein Liptopper. Also Liptopper haben wir hier ganz schön viele drin, ne? Glitter Golds Liquid Lipstick in der Farbe Xfinity. Ja. Wieder so ein Lila. Kommt jetzt in die Verlosung. Also für die Verlosung musst du wirklich so ein bisschen Bock auf mal ein bisschen was Außergewöhnliches haben. Aber NYX ist jetzt nicht dafür bekannt, unbedingt zurückhaltend zu sein. Das muss man auch mal betonen, ne? So, jetzt gehen wir zu der Nummer 23, was ja der Tag vor Heiligabend ist. Ganz schön klein und unscheinbar hat sie sich hier versteckt. Es ist wieder ein Pigment. Und eins habe ich dir ja schon reingepackt, das heißt, das hier werde ich dann für kommende Verlosungen aufbewahren. Glitter Brilliance in der Farbe Rose. Das ist so ein Rosé-Schimmer. Ja, bleibt auch zu. Jetzt wären wir bei Heiligabend. Bei der Nummer 24. Mal gucken, ob sich NYX für Heiligabend etwas Schönes überlegt hat. Es ist ein Lippenprodukt. Sehr bräunlich das Ganze, so von den Lippensachen her auch. Ne? Bräunlich, lila. Naja, aber halt nicht dieses klassische Rot. Einen roten Lip Liner, den ich dir reingepackt habe, den hatten wir jetzt bislang. Das ist die Farbe Seduction und zwar aus der NYX Lingerie Lip. Jo. So ein Braun, ne? Ich habe ja einen Braunen behalten. Du hast auch schon einige Lippenprodukte bei dir drin. Das bewahre ich für später mal auf. Aber behalten werde ich nicht, weil so viel Braun braucht kein Mensch. Und es ist halt alles in einem Adventskalender, ne? Also bislang jetzt nicht so ultra überwältigend, finde ich persönlich, ne? Also das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung. Aber es geht hier noch weiter. Hier haben wir die Nummer 25, der erste Weihnachtsfeiertag. Und hier dürfen wir eine neue Soft Matte Lip Cream ausprobieren. Und Leute, die wollte ich mir schon so oft bestellen. Habe ich nie gemacht. Habe ich nie gemacht, weil ich mich nie getraut habe. Ja, die Farbe möchte ich auch behalten. Das ist cool. Das ist die Farbe Milan. Und ich glaube, das ist auch so eine ziemlich gehypte Farbe. Ja, ne? Mag ich gerne leiden. Und jetzt möchte ich den endlich mal swatchen. Ich habe den so oft im Warenkorb gehabt und dann nicht bestellt, weil ich mir immer dachte, ach, so viel Geld für eine Lip Cream und ich weiß nicht und und matt und so, da habe ich auch immer gedacht, na, ich weiß nicht, aber ich meine, da kannst du auch viel mit Lip Topper und Lip Gloss machen, deswegen, du hast da einiges auch drin. Ist das niedlich vom Füßchen? Das riecht echt süß, aber winzig, ne? Krass. Oh Gott, das ist ja voll pink. Ui, ui, ui. Ja, so ein richtiges Altrosa ist das, ne? Wow. Nee, so eine Farbe habe ich noch gar nicht. ja, krass. Okay, wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich finde, die Tube sieht deutlich heller aus als das, was da rauskommt, ne? Ei, Milan. Okay, vielleicht war das auch eine andere Farbe, die so gehypt war, aber das ist schon ziemlich heftig. So, 26, der zweite Weihnachtsfeiertag, den haben wir hier. Ein Wonder Pencil. Wow, was machst du denn für Wunder mit uns? Medium. Ach so, ein Concealer Brightener Reverse Lip Liner. Ach, das finde ich ja krass. Okay, wenn du quasi auch übermalt hast, dass er dir dann hilft, dass du quasi wieder so ein bisschen Kontur reinbekommst. Das ist super, sowas kann ich extrem gut gebrauchen. Habe ich nicht anders erwartet, so sieht das Produkt aus. Und dann könnte man sich theoretisch hier eine Korrektur... Oh, ist jetzt minimal dunkel und ich denke, man müsste das mit dem Pinsel auch ein bisschen noch verblenden. Da könnte man zum Beispiel auch diesen Pinsel nehmen. Ich bräuchte da wahrscheinlich eher die Farbe Light, aber ne, das gefällt mir schon mal, ja, hätte ich eben sehr gut gebrauchen können. Sehr schönes Produkt für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Jetzt gehen wir mal weiter. Dieser Kalender verwirrt mich, weil das so unübersichtlich ist. Nee, das war die 26. Jetzt haben wir hier die 27. Das ist so ein bisschen Chill-Out-Day. Weihnachten ist vorbei. Wir können mit den Geschenken spielen und uns freuen. Soft Matte Lip Cream. Och nein, wie niedlich. Kopenhagen ist die Farbe. Und das ist wirklich so ein kleines Pröbchen, würde ich mal so sagen. Da sind drin 2,42 Milliliter. Das ist sehr witzig. Och, was niedlich. Riecht wieder sehr süß. Hat wieder so ein mini kleines Füßchen. Ja.
Da könnte man ein bisschen Bedenken haben, dass es fleckig wird. Sieht aber ziemlich geil weinrot aus. Also die Farbe gefällt mir richtig gut. Werde ich tragen. Schon. Bin jetzt nicht so der Ultradunkel-Mensch. Also ich mag das nicht gerne so ultradunkel. Aber für mal geht das. Es ist auch nicht so lila-stichig. Das ist halt eher ins Rotstichige. Das gefällt mir. 28. Wir spielen weiter mit unseren Weihnachtsgeschenken. Freuen uns aber auch schon ein Stückchen auf Silvester, der... das sehr bald kommen wird. Und haben hier irgendein Produkt drin, was ich erstmal rausnehmen muss. Boah, wenn du das mit den Fingernägeln versuchst rauszunehmen, dann tut das echt weh. Mir jedenfalls gerade. Okay, was ist das? HD Concealer in Lavendel. Photogenic Concealer in Lavendel. Okay. Riecht sehr, sehr angenehm. Einfach lila. Ich blende das mal aus. Ja, verschmilzt mit der Haut. Ist halt sehr hell, ne? Jetzt sieht man da nicht mehr so viel von. Ich werd's testen. Auf jeden Fall. 29. Dezember ist eher so ein langweiliger Tag. Ein Lip Liner. Slide on, glide on, stay on, definitely a turn on waterproof extreme color Lip Liner. Ja, ne? Das ist so ein brauner Ton. Durch die ganzen braunen Lippenprodukte brauchst du auch einen braunen Lip Liner. Sugar Glass. Okay, schönes Braun. Der passt halt optimal zu diesem Lingerie, den ich hier auch schon habe. Das heißt, den bewahre ich dann auf, weil braune Lip Liner habe ich auch schon von BH Cosmetics welche. So, der Tag vor Silvester. Wir machen uns schick und tragen schon mal Probe, was wir dann an Silvester tragen wollen und gucken mal und so, bereiten uns vor. Und ja, Hashtag This is Everything. Hier haben wir auch ein Produkt dafür drin, was so ein bisschen cool aussieht. Nicht raus will. Das ist ein Lippenöl. Das ist Lippenpflege, die ich sehr gerne mag und worüber ich mich echt freue. Das finde ich toll. Das werde ich auch verwenden. Das ist cool. Ja, Lippenöle sind gut. Die pflegen gut und die mag ich gerne. Da kann man sich schon mal pflegen für Silvester. Und jetzt kommen wir zum Highlight des Ganzen. Und reißen den Kalender auseinander. Kann man machen. Hier haben wir die Nummer 31. Das ist groß. Palette. Oh. Love you so muchy. Mochi. Das ist eine Highlighter-Palette. Oh mein Gott, die knallt. Die knallt. Das sind drei Töne, die da drin sind. Und das sind richtig heftige Töne. Wow. So schauen die drei Töne aus. Also wir haben hier ein mega krasses Pink, ein Gold und ein wunderschönes Champagner. Oh ja, es sind große Fännchen. Ich habe ordentlich Farbabgabe auf dem Finger, das merke ich jetzt schon. Okay, ja. Ne? Das ist richtig krass. Ja, das ist schon derbe, ne? Das ist schon derbe. Es ist bunt. Also man muss bunt dann auch wirklich gut finden. Also ich glaube, dass ich mich tatsächlich wirklich am meisten an diesem Ton aufhalten werde und die anderen nicht so viel tragen werde. Vielleicht als Lidschatten oder als Inner Corner Highlight. Da kann ich mir die sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten, ja, krasser Inhalt vom Kalender im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich finde, dass die Produkte wirklich sehr bunt sind. Also entweder wirklich sehr lila-stichig, sehr braun-stichig und halt sehr knallig. Also das ist nichts für Leute, die sagen, ich möchte eher ein dezentes Make-up haben. Ich weiß, es gibt genug, die mich jetzt doof finden werden, aber ich persönlich würde den Kalender nicht empfehlen. Nein, also ich bin jetzt nicht so geflasht von dem Inhalt. Ich finde es ziemlich doof, dass da zweimal der gleiche Pinsel drin ist. Das finde ich echt irgendwie uncool. Ja, es sind 31 Produkte und nicht nur 24, wie bei den regulären Adventskalendern. Dennoch, nö, würde ich den nicht wirklich empfehlen. Tja, ich blende hier dennoch mal den Wert ein. Ich denke, dass er relativ hoch sein wird, aber es gibt bessere Kalender, definitiv. Den würde ich nicht empfehlen. Schade. Tut mir leid, ne? Egal. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ja, ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!